Für mich ist es wichtig, dass ich international arbeiten darf, weil man sammelt Eindrücke, die man so eigentlich nicht bezahlen kann. Ich erweitere meinen Horizont, meinen Geschmack dadurch und ich bringe natürlich diese neuen Situationen auch meine Entscheidungsfindung mit ein. Bisher kennt man Textilien eigentlich zur Bekleidungsindustrie. Wir verarbeiten Textilien, indem wir sie verweben und nochmal zusätzlich mit Chemikalien beschichten, um dann daraus zum Beispiel Architekturfassaden zu gestalten, aber auch schusssichere Westen herzustellen. Textil ist ein sehr vielseitiges Produkt. Ich habe in meiner Branche die Freiheiten, im Grunde mit den Architekten ein Material definieren zu können, entwickeln zu können, herstellen zu können, das dann eingesetzt wird für ein permanentes Bauwerk. Ja, im Vergleich zu anderen Bauprodukten können wir mit einem Textil ganz andere Geometrien und Formen erreichen. Wir können das Material in Formen geben, die mit einem geringen Aufwand möglich sind. Wir können Farben geben, wir können bauphysikalische Mehrwerte erzielen durch Sonderbeschichtungen. Das Material kann große Spannen überdecken, ohne irgendwie gestützt zu werden. Und das ist das Besondere am Textilien bauen. Das macht es so spektakulär. Ich bin Murat Devecioğlu, arbeite und lebe in Krefeld.